Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen Lichtenberg 45 und dem Greifswalder FC. Endstand 5:0 vor 560 zahlenden Zuschauern. Ich begrüße sehr herzlich unseren Gästetrainer Herrn Roland Groß und natürlich unseren Trainer Uwe Lehmann. Wir möchten jetzt natürlich gerne wissen, wie beide Trainer die 90 Minuten eingeschätzt haben und möchten damit Herrn Groß beginnen. Ja, danke. Erstmal Glückwunsch. Klar, dass wir jetzt erstmal riesig enttäuscht sind über das Ergebnis. Ich denke mal, wir haben zwei verschiedene Halbzeiten gesehen. Wir hatten in der ersten Halbzeit aus dem Spiel heraus die besseren Möglichkeiten. Der Gegner bei Standard mal gefährlich. Und der Unterschied war eigentlich, dass wir da nicht das Tor gemacht haben. Zweite Halbzeit haben ein, zwei individuelle Fehler, glaube ich, das Spiel in eine Richtung gelenkt, wo ich sage, ja, das sah mir streckenweise nicht so gut aus. Ist natürlich auch so, wenn man dann nachher das 2-0 so unglücklich bekommt, ich diskutiere auch gar nicht darüber, ob das Elfmeter ist oder nicht, aber wir wissen alle, das wird selbst in der Bundesliga jedes Wochenende diskutiert, wenn man da aus kurzer Distanz einen Ball an der Hand bekommt. Und naja, gut, das war dann 2-0, dann war das Spiel zwar nicht entschieden, aber wie gesagt, dann das 3-0, ich weiß gar nicht, was da, wo der Torwart dann indirekten Freistoß, aber das waren alles so Tore, muss ich sagen, ja, wo wir auch streckenweise den Ball dann schon wieder hatten, dann war er wieder weg. Wir waren, glaube ich, fußballerisch nicht bedeutend schlechter, aber das Ergebnis spricht dann am Ende auch Bände. Zehn Mann, auch nicht mehr. Ja, wir brauchen da auch nicht drüber diskutieren. Ne? Wir haben die gleichen Situationen gehabt. Ich mache das eigentlich grundsätzlich, den Lichtenberg-Schiedsrichter auch in was für uns nicht gefilmt wurde oder nicht geahndet wurde mit einer gelben Karte, da hat er es gemacht. Er hat sich so entschieden. In meinen Augen war es ein normaler Zweikampf. Aber damit muss man dann halt leben. Ja. Und ich möchte hier auch, das mache ich grundsätzlich nicht, über den Schiedsrichter sprechen. Ja, ich habe es anders gesehen und Ausschluss. Vielen Dank. Und jetzt unser Trainer Uwe Lehmann. Erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Inhaltlich bin ich bei der großen ersten Halbzeit, denke ich, schwer auf Augenhöhe. Auch inhaltlich richtig begeistert mit zwei Möglichkeiten, wo sie im Zentrum keinen finden. Wir mit zwei Lattenkopf, denn ich glaube, beide nach Standard. Und dann haben wir zweite Halbzeit sicherlich heute deutlich mehr Spielglück als Greifswald. Erste Tor ist individuell sehr gut gemacht von Mike Hauwes, der sich außen durchsetzt, wo er es besser findet. Zweite Tor wäre auch inhaltlich bei den Kollegen, ist ein Handspiel, aber wenn man Fußball spielt, dann weiß, was soll er da machen. Und dann geht es seinen Gang. Ich freue mich sehr von Moritz Günne. Moritz Günne ist im dritten Jahr bei mir, kam vom JFC, hat heute das erste Mal für uns getroffen und für sich selbst freue ich mich sehr. Hat gleich noch einen hinterhergelegt, wird eine tolle Woche nächste Woche für ihn. Freuen wir uns, nehmen es auch so mit. Ergebnis natürlich in der Höhe zu hoch, keine Frage. Aber ja, was bringt es uns, sich nicht zu freuen? Insofern wünsche ich trotzdem Greifswald und allen Beteiligten eine gute Einfahrt. Und uns ein schönes Wochenende. Vielen Dank für alle, die da waren. Ich denke auch aus Greifswald, kam extra Bus hier mit her. Hatte schon Fußballatmosphäre, macht Spaß. Vielen Dank dafür und dann sehen wir uns in zwei Wochen. Gibt's Fragen? Gut, dem ist nicht so. Zwei Zwischenstände von den beiden anderen Spielen. Hansa Rostock gegen Starken spielt 1:1 und Torlo FC Greif gegen Tennis Borussia jetzt der Stand 2:0. Dann auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank an alle, die hier waren und ich hoffe, wir werden uns in ähnlicher Zahl dann in zwei Wochen gegen die Marchers V hier wiedersehen. Vielen Dank.